Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Und ich möchte heute, bevor wir weiter nach den Ethereum-Splittern suchen, erstmal versuchen, das Rätsel der Schatzkarte zu lösen. Damit fangen wir direkt mal an. Ich bin schon wieder zu dem, wie heißt das hier, Pelagia-Hof gereist und werde mal versuchen, das rauszufinden. Und ich bin ja letztes Mal nur hier hinten drauf gelaufen. Ich denke mal, wir müssen weiter nach hier oben, vielleicht nach da oder vielleicht sogar noch weiter nach hier oben. Dazu gucken wir uns aber nochmal das Bild an, was ich da gefunden hatte von der Schatzkarte. So, Bücher, Schatzkarte 4. So. Das sieht mir wesentlich höher aus als das, wo ich hingelaufen bin. So einen kleinen Vorsprung dort. Was könnte das sein? Könnte das dieser Vorsprung hier sein? Dann gucken wir mal, wo. Versuchen wir mal hier so uns da dran vorbei zu mogeln. Ob wir da überall so richtig gescheit hochlaufen können. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Danach, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, wo genau ich den nächsten Splitter finden kann. Da werden wir für in Richtung Markat reisen. Gucken dann mal, ob wir das da leichter finden. So, da ist diese Mühle, hier bin ich bis hier oben hingelaufen. Hier ist ja irgendwo der Vorsprung. Oder so. Dieser Vorsprung. Das könnte tatsächlich sein. So. Ja, das sieht gut aus. Hier ist das Mühlrad, wo ich eigentlich gesagt hätte, wir müssen weiter nach da unten, aber jetzt, wo wir schon mal hier oben sind. So. Was gibt's denn hier Schönes? Oh, okay. Alles klar. So schwer war das jetzt nicht. Wir haben es gefunden. Sehr gut. Ah, so tolle Sachen waren jetzt hier nicht dabei. Aber es soll ja reichen. Oh, wunderschöner Ausblick aus auf Weißlauf mit der Drachenfeste da oben. Die Drachenfeste ist ja echt fast so groß wie der komplette restliche Ort. Und da ist irgendwo unser Haus. Ich glaube, das da dürfte es sein. Ach, herrlich. Okay, Karte. Wir reisen jetzt in Richtung Markat zum liebenden Stein. Und von dort aus müssen wir nach Norden. In der Nähe einer Zwergenruine befindet sich scheinbar das, wo wir hin müssen. Oh, Nierenwurz. Nehmen wir gleich mal mit. Das ist nicht gut. Ja, das hab ich nicht gedacht, dass das gut geht. Okay. Alles klar, weiter nach da. Jetzt. Ja, das können wir schön machen. Reise. Nach Nord. Mensch, ich komme nicht hier runter eigentlich. Aber es könnte sein, dass wir dann später wieder irgendwo rauf müssen. Darauf habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so viel Lust. Genau. Hier sind wir stehen geblieben das letzte Mal, wo ich dann umgekehrt bin, wo ich gesagt habe, das hat keinen Sinn, das jetzt so zu suchen. Naja. Aber wie es aussieht, müssen wir sehr, sehr viel weiter in Richtung Norden. Und dann haben wir keine Ausdauer mehr. Okay, was willst du? Wer bist du? Bleibt sofort stehen! Ja, natürlich, Kopfhölzer. Auf euren Kopf ist in Reach eine ziemlich hohe Belohnung ausgesetzt. Oh, Bezahlung, ja, ja. Die gehört mir! Aber jetzt, wo wir mal dabei sind,
Waffen. Ich werde jetzt wieder die Eisenpfeile ausrüsten, weil da haben wir über 300 waren. Bevor es mit den Stahlpfeilen weitergeht. Den machen wir nicht fertig, der ist auf der anderen Brustseite. Das brauchen wir nicht. So, irgendwann müsste da mal oben auf der Karte eine Zwergenruine locken. Was ist das da? Ein Geist. Kopflose Reiter. Kann ich dich abschießen? Kann ich dich nicht abschießen? Okay. Gut, habe ich ein paar Pfeile verballert. Zwei. Aber das habe ich auch noch nicht gesehen. Kopfloser Reiter ist mir bisher unbekannt gewesen. Ich hoffe mal, ich gehe in die richtige Richtung. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Der nächste Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Okay. Oh, ein Lager der Sturmmäntel entdeckt. Sehr schön. Was haltet ihr von all dem? Ich will mir nicht von irgendeinem Elfenschnösel sagen lassen, welche Götter ich anbeten kann und welche nicht. Aha. Elfenschnösel. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Ja, Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo überhaupt in die Richtung gehe. Ihr da, Bürger, der Zutritt ist hier verboten. Ihr behindert die kaiserliche Staatsgewalt. Also werdet ihr zur Strafe ein Bußgeld von, sagen wir mal, 100 Goldstücken bezahlen. Her damit, Bürger. 100 Goldstücke könnt ihr haben, wenn es euch gelingt. Sie mir wegzunehmen, mein Freund. Wenn ihr darauf besteht, kommt schon, Jungs. Das wird lustig.
Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Kaufen ausgesucht. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe. Der jetzt irgendwo mal näher dahin, ey. Das gibt es ja gar nicht. Oh. Ist das ein Barbarendorf? Bär. Ja, mit dem möchte ich mich jetzt eher nicht so anlegen. Ja. Viel haben wir noch nicht geschafft. In der Folge. Vor allen Dingen, weil ich auch diesen Ort nicht finde. Wo bin ich denn? Ja, ich bin viel zu weit im Norden, würde ich eigentlich mal behaupten. Vielleicht wirklich mal Richtung Osten gehen. Obwohl, ich bin gerade Richtung Westen gegangen. Das macht eigentlich keinen großen Sinn, nach Osten zu gehen, aber das ja nicht. Vielleicht bin ich auch schon zu weit nördlich. Aber da hätte ich mir doch, zwischendurch das mal sehen müssen. Ab. Ich habe etwas gehört. Jo. Schade. So, die Truhe schließen wir auf. Sollte kein Problem für uns sein. Genau. Allgemein ist das kein Problem für uns. Denn wir haben ja den besonderen Schlüssel. So. Ich weiß nicht, wo wir hier hinkommen. Was geht hier ab hier unten? Naja, wie dem auch sei. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, es tut mir sehr leid, ich finde es nicht. Deswegen werden wir jetzt nochmal nach einer anderen Quest gucken. Wie gesagt, es tut mir wirklich leid, aber es geht gerade nicht anders. Ich bin zu blöd dafür. Dabei sage ich jetzt mal, wir gehen einfach mal und sprechen mit dem Jarl von Falkenring. Wo ist das denn? Hier unten. Ah, oh, was war das? Warum bin ich zurückgekommen? Ah, ich habe auf E gedrückt, alles klar. Falkenring waren wir noch nicht, aber wir waren hier schon am Wächterstein und hier ist Helgen. Deswegen werden wir einfach mal Steinreisen und dann darüber latschen. Wie gesagt, es tut mir leid dafür, dass ich so inkompetent bin, diesen Punkt zu finden. Aber leider ist es so. Na, was bist du denn für einer? Ich
Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Stehlen. Ja, ich gehöre zu Diebesgilde. Da gehört Stehlen halt leider dazu. Tja. Wer auf seinen Kiste anpasst, der hat ihn. Von der Seite ranpirschen. Wo bist du denn? Hast es versucht. Bist aber gescheitert. Schade, von dem habe ich das nicht wieder gekriegt. Ein Pfeil. Aber halb zur Welt. Schon kommen. Eine Folge, wo wir nur am Latschen sind. Wenn das so weitergeht, auf jeden Fall. Gegner, nee, das ist nur der Fuchs. Der Fuchs ist mir jetzt mal gerade sowas von Brille. Irgendwas Dolles. Da kann man nur rein, aber da will ich jetzt nicht rein. Das ist nicht unsere Aufgabe. Deswegen. Wir hätten es auch ganz einfach machen können. Wir hätten nach Weißlauf reisen können. Schor ist das Azuras Stern. Ja, das ist Azuras Stern, den habe ich. Oh, finde ich eigentlich ganz schnieke, dass man hier schnell laufen kann. Habt ihr da draußen einen Hund gesehen? Nein, ein paar Wölfe, aber keine Hunde. Ah, verstehe. Der Schmied hat eine Belohnung für einen Hund ausgesetzt, den er auf der Straße gesehen hatte. Meine Hoffnung war, dass ihr ihn vielleicht gesehen hättet. Ich werde dann wohl weiter Wache halten. Sprich mit Und Not. Ihr solltet euch während eures Aufenthaltes hier lieber benehmen. Ja, ist okay. Problem ist, ich kann noch nicht springen. Okay, jetzt geht wieder alles. Ah, schade, da habe ich vielleicht... Ich dachte, ich könnte diese Quest auslösen, aber dem ist leider nichts. Schade. Das ist eine Quest, da ging es, glaube ich, um diesen Hund. Das ist, glaube ich, eine dätische Quest, wenn ich mich recht entsinne. Aber den Hund habe ich gerade gefunden. Der läuft normalerweise da vorne rum auf dem Weg. Aber gehen wir erstmal zum Jarl. Wo bist du denn? Ach, ich schweck dich mal. Ihr seht ein bisschen müde aus. Solltet ihr nicht zu Hause im Bett sein? Ich habe euren Brief bekommen. Ich bin Partypnyx. Ah, ihr seid es. Tja, nun werden wir ja sehen, ob die Geschichten über euch stimmen.
Es gibt eine Gruppe von Banditen, mit denen ich ein paar diskrete Geschäfte abgewickelt habe. Der Anteil, den sie mir gegeben haben, war anfangs gut, aber jetzt wird es Zeit aufzuräumen. Kümmert euch darum. So soll es geschehen. Gut. Okay. Tötet alle Banditen. Lasst keinen übrig. Das kriege ich doch hin, mein Freund. Ist das auch die Quest, die wir ausgerüstet haben? Also wollen wir mal dahin schnell reisen. Weiter in Richtung dieser Mine, die direkt um die Ecke ist. Was schon mal nicht verkehrt ist. Wieder eine Jägerin. Ihr seht nicht gut aus. Wie fühlt ihr euch? Gut. Vor allem, wenn ich dich bestehlen kann. Dazu gefragt, als ich die Zwergenrüstung gesehen habe und mal überlegt habe, eigentlich könntest du das auch mitnehmen, wenn du irgendwann mal schwere Rüstung trainierst, die ja eigentlich gar nicht schlecht ist, aber ich habe mich dagegen entschieden. Okay, hier muss ich irgendwo hin. Hier ist die Mine. Da oben? Ist sie wirklich da oben? Oh nein. Felswände. Wo ist der Bär? Oh, da ist der Bär. Entdeckt. Oh, hier. Muss ich aber gar nicht hin. Ich will doch eigentlich. Ich will doch weiter. Ich will doch nach oben. Leute. Ich prügel mich mal hier durch. Vielleicht muss ich ja tatsächlich hier durch. Gegner. Vorne sitzen welche. Hab ich schon gesehen. Na du. Hier sterben. Abgeschworene hier. Wird damit echt so übermütig. Okay, so weit nach oben, so, das ist zu weit. So, noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja, hab ich. Oh.
nicht so schön finde, ist, dass du jetzt irgendwo da unten liegst. Deine Feinde hätte ich gerne noch mitgenommen. Nein. Das ist halt so. Aber hier habe ich noch die Kugel gesehen. Orkische Pfeile. Die Tour hat sich doch mal gefühlt. Und weiter nach hier. Die habe ich schon, ne? Ja. Bin mal gespannt, was es hier sonst noch so gibt. Ja, ja. Hier, du da. Wo ist denn noch einer da? Speer. Lutscher. Jetzt gehört ihr mir. Hab ich denn hier jemanden gesehen? Ach, da. Ja! Ja. Natürlich bin ich das. Ja! Da nicht so viel bewegen jetzt bei, wenn ich schnellere Laufen habe, während ich Pfeile verschieße. Okay, du bist erledigt. Abgeschworen am Fall. Du hast auch zwei Pfeile. Gib dir Stöcke. Wo ist denn der andere, den ich getötet habe? Ach, der lag hier oben. Irgendwie da hinten hochkommen, wenn das geht. Was läuft hier? Irgendwas läuft hier. Ach, eine Ziege. Das ist für mich immer so erschrecken, Mensch. Die scheint tatsächlich nichts weiter zu sein. Oh doch, eine Truhe. Ist da jemand? Ich habe doch. Boah.
aber. Ja, ja. Was hier bei der Mine passiert, seht ihr in der nächsten Folge, würde ich einfach mal so sagen, liebe Freunde. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß beim Schauen unserer anderen Projekte. Bis dahin, ciao.